Herzlich willkommen zum Software-Demo-Film Medienbruchfreie Beauftragung mit dem Webauftrag. Mein Name ist Jürgen Scherer und in diesem Software-Demo-Film geht es darum, wie aus einzelnen Fachabteilungen heraus digitale Auftragsanfragen an den Bauhof gesendet werden können. Es geht also darum, dass einzelne Fachämter medienbruchfrei Auftragsanfragen über das Portal stellen können und dann der Disponent im Bauhof die Möglichkeit hat, diese Auftragsanfragen zu bearbeiten. Als Auftraggeber im Fachamt habe ich jetzt die Möglichkeit, medienbruchfrei Auftragsanfragen an den Bauhof zu senden. Dafür gehe ich hier auf Neuer Auftrag, kriege dann ein Formular angezeigt. Dieses Formular hier kann völlig frei definiert werden. Sämtliche Felder, die da drin sind, welche Felder da drin Pflichtfelder sind, können frei definiert werden. Und somit habe ich jetzt aus dem Fachamt heraus die Möglichkeit, Auftragsanfragen an den Bauhof zu senden. Innerhalb der Bauhoflösung wird das Ganze dann hier unter den Eingängen der Webaufträge dargestellt. Das heißt, ich habe jetzt hier drin die Möglichkeit zu sehen, welche Auftragsanfragen bei mir eingegangen sind, kann mir diese ganzen Informationen darstellen lassen, habe hier Zugriff auf alle Informationen, auch auf Dokumente, Bilder, Pläne, die da gegebenenfalls mit angehängt wurden und habe jetzt als Disponent im Bauhof die Möglichkeit zu entscheiden, was möchte ich mit dieser Auftragsanfrage tun. Ich kann entweder eine Rückfrage stellen, ich kann den Auftrag direkt hieraus annehmen und einen neuen Auftrag erstellen. Ich kann aber auch hier drin ablehnen und je nachdem, welche Entscheidung ich hier treffe, würde natürlich auch wieder eine Rückmeldung in Richtung des Auftraggebers erfolgen. Als Auftraggeber habe ich jetzt die Möglichkeit, über mein Portal wieder einzusehen, was denn mit dieser Auftragsanfrage passiert ist. In dem Moment, in dem der Bauhof jetzt hier vielleicht noch nichts gemacht hat, würde mein Auftrag noch im Status Eingang stehen. Sobald der Bauhof aber jetzt eine Entscheidung getroffen hat, den Auftrag angelegt hat, wird hier der Status Auftrag erstellt dargestellt. Ich habe direkt die Informationen, welche Auftragsnummer daraus generiert wurde. Und ich habe natürlich auch weitere Informationen, wenn der Auftrag vielleicht abgerechnet erledigt wurde, dann kann ich das auch direkt einsehen, habe direkt die Möglichkeit auf die Rechnung zuzugreifen und somit hat sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer jederzeit die Möglichkeit, den aktuellen Auftragsstatus einzusehen. Viel Spaß beim Arbeiten mit Infoma.